Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Satisfactory hier auf Dannebär TV. So, ich habe die Produktion hier jetzt mal ein bisschen weiterlaufen lassen und habe aufgrund der Ressourcenknappheit, die wir aktuell haben, hier die Strommasten noch ein bisschen optimiert. Ihr seht schon, ich habe auf der rechten Seite eine Art Einkaufsliste, wo drauf steht, was ich an Ressourcen brauche, und aktuell fehlen noch zwei Drähte. Dafür haben wir noch keine Produktion aufgestellt, also muss ich gucken, dass ich die irgendwie anders rankriege. Und irgendwo da hinten habe ich direkt nebeneinander zwei von diesen Strommasten aufgestellt. Das will ich jetzt einmal korrigieren und danach müssten wir alles zusammen haben, um unsere erste Kupferproduktion an den Start zu bekommen. Und das werden wir jetzt tun. Und danach laufen wir nochmal zurück, reißen die alte Base komplett ab, also dieses Ding, was wir da vorne gemacht haben, und werden das hier auf der neuen installieren, beziehungsweise da, wo wir jetzt die neue hinbauen. So, und wie ihr seht, durch diesen kleinen Klick, weil man bekommt alle Materialien zurück, wenn man was abreißt, habe ich jetzt alles in der Tasche, was ich brauche, um hier hinten nochmal einen Schmelzofen und einen Konstruktor dran zu setzen. Das kann ich jetzt ohne weiteres tun. Und wir haben auch einiges an Eisenplatten und Beton in der Tasche, so dass ich gleich in der Lage bin, hier auch gleich mit euch die ersten Fundamente zu setzen. So, jetzt setzen wir hier einfach mal willkürlich irgendwo den Schmelzofen hin und den Konstruktor hin. Wie gesagt, muss nicht schön aussehen, wird gleich eh alles wieder abgerissen. So, einmal und ups, zweimal. Das passt. Und dann brauchen wir hier Kupferbarren und hier dann den Draht im ersten Step. Und jetzt fällt mir natürlich eine Sache ein. Habe ich überhaupt genug Kabel? Natürlich nicht. Gut, das heißt, ich muss jetzt hier auch noch mal ein bisschen hin und her arbeiten. Ist aber nicht schlimm. Das ist nur ein ganz, ganz kurzes Problem, was wir hier haben. Ich werde jetzt hier einfach erstmal ein paar Kupferbarren vorproduzieren lassen. Und wenn wir das haben, reiße ich den Strom da hinten wieder ab. Und werde ihn dann da vorne rüberholen. Oder können wir hier eventuell noch mal was verlängern? Das würde nichts bringen. Nee, sieht nicht so aus, ob wir da jetzt irgendwas auf die Schnelle hinbekommen können. War hier nicht eben noch ein Viech? Das mache ich einmal platt, weil hier vorne will ich nämlich gleich anfangen, die Fundamente aufzubauen. So, ihr seht, mit ein bisschen Übung kriegt man die relativ schnell weg. Ah ja, hier ist unreines Eisenerz. Das kann auch da bleiben. Gut, also wir hatten ja jetzt rausgefunden, dass der höchste Platz vermutlich hier sein dürfte. Um da noch mal ein bisschen Sicherheitspuffer zu schaffen, habe ich hier unten schon die einzelnen Sachen in die Bauleiste gepackt, die ich benutzen will. Das ist einmal das 4 Meter Fundament. Hier unten kriegt ihr es in die Leiste rein, indem ihr mit der Maus drüber hovert und dann einfach die Zahl drückt. Ich habe jetzt mal die 7 gedrückt. Und jetzt drücke ich wieder die 4 und dann ist es wieder da, wo es hingehört. Achso, und diese Einkaufsliste, die da rechts war, die kriegt ihr übrigens hin, wenn ihr hier oben auf das Pluszeichen drückt. Dann stehen die To-Do-Listen hier an der Seite mit den Mats, die ihr dafür braucht. Und ihr könnt hier oben auch die Zahl einfach eingeben, wenn ihr vielleicht mal 30 bauen wollt oder so. Müsst nicht jedes Mal auf das Plus drücken. Gut, während wir jetzt auf Kupfer warten, fangen wir jetzt hier mit dem ersten Fundament an. Ich würde das ganz gerne in eine Himmelsrichtung ausrichten, so gut wie es irgendwie geht. Wir machen es mal auf dieser Seite und richten es mal irgendwie nach... Nee, pass auf, das machen wir anders. Kriege ich so einen hingestellt? Jawohl. So, und zwar hat dieser Beobachtungsturm folgenden Vorteil. Man kann da drauf hüpfen und hat dann von oben besseren Überblick und meistens bekommt man dann auch diese... diese Striche, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Steuerung drücke, dann richtet er das anhand von einem Raster aus. Das funktioniert nachher, wenn wir die Fundamente stehen haben, richtig gut. Jetzt kann ich hier nur die Höhe leider nicht beeinflussen. Einfach so. So, jetzt müsste es genau passend auf Norden sein. Ich setze das jetzt einfach erstmal und... ja, das passt. Setzen wir einen noch oben drauf. So, und jetzt für die zukünftigen Sachen, damit ich auch die Möglichkeit habe, da drunter zu bauen, werde ich jetzt die Fundamente in der 1 Meter Stärke benutzen. Und zwar kann man die auch sehr, sehr schön hier dran snappen. Und hierzu sei auch noch gesagt, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich in der letzten Staffel erst sehr, sehr spät rausgefunden habe, beziehungsweise ihr es mir auch in die Kommis geschrieben habt. Es gibt die Baufunktion Sup. Mit der Taste R könnt ihr die durchklicken. Es gibt einmal vertikal, dann würde er es halt stapeln. Und dann gibt es die Baufunktion Standard, dann setzt du halt immer 1. Und die Baufunktion Sup, da kannst du dann eine ganze Kette von Fundamenten setzen. Und zwar bis zu 10 Stück. Und genau das werden wir hier jetzt tun.
So. Und so, wie gesagt, den Turm berücksichtige ich jetzt nicht, weil den reißen wir gleich ab. Und jetzt ist Beton auch schon leer. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben die ersten Fundamente jetzt aufgestellt und damit sind wir zumindest schon mal in der Lage, gewisse Sachen aufzubauen. So, jetzt lassen wir uns mal hier gucken, wie viel haben wir jetzt. Ist fast voll das Ding. Lass mal hier gerade noch mal durchrattern und dann reiße ich das Stromkabel da oben ab, dieses hier. So, und werde dann, jetzt habe ich das natürlich schön zugebaut hier, aber auch das ist egal, weil wir das alles nachher wieder abreißen werden und schließe den an und damit kriegen wir dann endlich unseren Kupferdraht, mit dem wir dann auch in der Lage sind, weitere schöne Sachen zu bauen. Das lassen wir jetzt noch mal ein paar Minuten laufen und dann stelle ich das gleich um auf Kabel und dann kann ich auch die zweite Maschine anschließen. Wobei, so lange braucht das gar nicht laufen. Wir lassen das mal ganz kurz und dann gehe ich wieder auf Rezept, auf Kabel einmal, schmeiß die komplett rein, soll er die einmal durchackern. Dann habe ich auch wieder ein paar Kabel in der Tasche und dann stelle ich es wieder auf Draht um das ganze Spiel. Und dann lassen wir es erstmal laufen, weil wir brauchen ja auch 300 Draht für unseren, das war schon, für unser nächsten Meilenstein. Das heißt, das Ding kann hier jetzt einfach ganz in Ruhe erstmal weiterarbeiten. Organisation Lagercontainer, kann ich den aufstellen? Jawohl. Stelle ich jetzt auch. Wann richtet der sich denn da jetzt bitte aus? Doch, ist richtig, ne? Machen wir so. Gucken, ob das geht oder ist das zu steil. Ungültige Form. Ne, hat sich nicht richtig ausgerichtet. Das ist echt verrückt manchmal. Ich komme da so nicht drauf. Vielleicht mit Ducken. Er lässt mich nicht drauf. Ja gut, ist egal. Ich stelle jetzt keinen Beobachtungsturm dafür auf. Machen wir dann halt so. Ja, wunderbar. Das klappt auch nicht. Sei nicht so geizig mit dem Platz. Bau es einfach ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, das ist ja jetzt aktuell nicht so, woran wir sparen müssen. So. Und schon fluppt der Lachs. Und da laufen unsere Kupferdrähte in die Kiste. Und wir müssten jetzt in der Lage sein, hier mit den Kabeln, die wir haben, das zweite Ding anzuschließen. Und damit läuft auch das Ding hier jetzt durchgehend. Hier werden die Kupferbarren produziert und hier die Drähte und wir switchen das dann so um, wie wir es brauchen. Gut, also Beton ist uns jetzt ausgegangen. Das ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Das holen wir uns gleich wieder. Muss jetzt nur einmal kurz gucken, weil wir brauchen eine Menge Inventarplatz. Das heißt, ich stelle jetzt hier einfach erstmal, wobei das können wir direkt schon hier oben drauf stellen. Was natürlich noch schlau gewesen wäre, wenn ich mir eine Rampe da dran gesetzt hätte, dass ich da auch hochkomme. Kriegen wir zwei Stück hin, jawohl. Und dann stellen wir uns hier jetzt erstmal einfach eine Kiste auf die Ecke, so dass ich da erstmal alles reinballern kann, was ich so in der Tasche habe, dass ich da hinten gleich alles abreißen kann. So, alles einlagern. Zack, alles weg, sehr schön. Und jetzt laufen wir mal hier rüber. Gucken, ob wir hier gefahrenlos runterjumpen können oder ob das massiv wehtun wird. Ich glaube, das sollte gehen, wenn wir hier so rüberhüpfen. Ja, hat geklappt. So, und dann reißen wir den ganzen Spaß hier vorne ab. Heißt natürlich auch, wir müssen Eisen und so weiter nochmal neu besorgen bzw. neu ziehen. Aber das ist jetzt nicht das Riesendrama. Wobei ich glaube, Beton lasse ich mal laufen erstmal noch. So, also. Genau, Beton lasse ich laufen. Da sammle ich jetzt schon mal ein, was wir haben. Und den Rest reiße ich ab. Dafür müssen wir erst einmal die Kiste hier leer machen. Oha. Hab weg. Damit ist Strom aus. Das Ding weg. Und wenn ihr hier die Steuerungstaste gedrückt hält, reißt er, kann man auch mehrere Sachen markieren, die er abreißen soll. Und ihr seht jetzt schon, dass da diese Kisten auftauchen. Das heißt, meine Taschen sind pickepacke voll. Und die Sachen, die hier in den Kisten liegen, konnte ich jetzt eben nicht mehr aufnehmen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir aktuell nicht brauchen? Nee, sieht gut aus. Lassen wir das erstmal. Ja gut, das mit dem Beton stehen lassen ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Eigentlich Quatsch, aber ist egal. Wir bauen hier hinten jetzt eh alles wieder auf und dann läuft auch automatisch Beton weiter. Müssen ja eh noch ein paar Mal hin und her laufen, die ganzen Sachen besorgen. Und guck mal, so weit ist es gar nicht. Eisen hatten wir, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, nur eine unreine Quelle hier vorne gewesen. Aber da können wir uns auch dran bedienen, wenn wir das möchten. Wobei, war das hier nicht sogar eine reine? Könnte ich den Miner auch hier direkt aufstellen?
Ja, hier ist noch eine Reihe. Ja, pass auf, dann machen wir das doch folgendermaßen. Wenn die Materialien, die ich habe, reichen, stellen wir hier direkt schon mal einen auf. Hängen da auch direkt ein Kabel dran. Hat das nicht geklappt mit dem Kabel? Doch. Und ziehen uns das schon mal hier hoch. So. Dann haben wir das. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, fürs Hub habe ich tatsächlich noch nicht genug Fläche. Aber das kriegen wir auch alles geregelt. Wie groß ist das gute Stück? Ach, wobei doch, es geht eigentlich, ne? Machen wir mal so rum. Und so. Zack, so, dann steht das Ding wieder. Oh, jetzt geht das schon los, dass uns hier Kupfer fehlt. Kann ja wohl nicht wahr sein, aber ist nicht schlimm, wir haben ja hier unten welchen. So ein bisschen müssten wir mittlerweile haben, dass wir zumindest den Stromkreislauf wieder in Gang bekommen. Und dann können wir in Ruhe hier weiterbauen, während die Sachen hier weiter produzieren. So, also, was wollte ich jetzt? Ich wollte einmal Strom. Machen wir erstmal so. Und so. Und haben wir da noch einen Slot frei an dem Strommast? Ne, der ist voll. Dann nehmen wir vielleicht noch einen anderen. Hier ist keiner. Aber irgendwo hier müsste doch noch einer langlaufen. Das wird wehtun. Tackern wir es da dran. Das geht. Und damit müsste jetzt alles wieder. Ah, nee, gar nicht. Ich muss ja erst noch auftanken. Erst muss da noch Sprit wieder rein, die Biomasse. Wir sind jetzt auch ein bisschen näher an der Biomasse dran, ist das auch nicht mehr ganz so wild. So, also Biomasse und Biomasse. Und die Sicherung ist jetzt rausgeflogen, dadurch, dass ich ja nur einen aufgeladen habe erstmal. Und wir 27 gebraucht haben an Strom. Ein so ein Ding produziert nur 20. Wenn du zu wenig Strom produzierst, dann fliegt dir die Sicherung raus und du musst dann halt erstmal die Fehlerstelle finden. So, jetzt drücken wir hier einmal auf alles einlagern. Das hätte ich gerne zurück. Biomasse kann erstmal alles da bleiben. Das auch. Beton hätte ich gerne zurück. Platten, Stangen hätte ich gern zurück. Kupfererz würde ich mir wohl nehmen. Eisenerz würde ich mir wohl nehmen, dass wir gleich die Dinger wieder in Gang setzen können. Und der Rest kann dann erstmal dort drinne bleiben. So, und dann haben wir hier auch noch einiges an Zeug drin. Das hole ich mir natürlich auch direkt schon raus. So, Kupfer läuft. Das sieht schon mal gut aus. Barren laufen, Kupferdraht läuft. Das gefällt mir. So, und jetzt zeige ich euch einmal den großen, großen Vorteil von den Fundamenten. Und zwar können wir jetzt hier, machen wir es anders. Wir setzen erstmal unseren Aussichtsturm und klettern einmal drauf und dann sieht man das besser. Weil wir jetzt quasi ein Raster haben, dadurch, dass hier die Fundamente stehen. Und wenn ich jetzt den Schmelzofen nehme, seht ihr, wenn ich die Maus bewege, bewegt es sich immer stufenweise. Wenn ich das hier unten mache, kann ich es einfach irgendwo hinstellen, vollkommen egal. Hier springt er immer stufenweise hin und her. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt das Ding hier vernünftig ausrichten und dann hoffentlich das Fließband da dran klemmen. Und im nächsten Step möchte ich den Konstruktor da hinten setzen. Und jetzt seht ihr, diese Hilfslinien kommen sofort. Ja, ich werde es jetzt erstmal. Ach so, geht noch nicht, weil ich noch kein Kabel habe. Das muss ich mir. Ah, ich sollte mir abgewöhnen, von oben runter zu springen. Das tut nämlich weh. So, das heißt, wir müssen den hier hinten nochmal umstellen auf Kabel. Produktion auswählen. Bitte Kabel, die Dinger rein. Und dann soll er das mal voll durchlaufen lassen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ich glaube, das Kupferzeug, was ich in der Tasche habe, kann ich jetzt doch wegschmeißen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Und die Kupferbarren kann ich hier reinpacken. Gleich, wenn wir es wieder umstellen. Jetzt kriegen wir hier die ersten Kabel rein. So. Und dann gehen wir nochmal hoch und bauen unsere Eisenproduktion wieder auf. Und dann werden wir uns gleich damit auseinandersetzen, hier nochmal ein bisschen was aufzubauen. Ich denke mal, ich werde im Erdgeschoss anfangen mit der Eisengeschichte und da dann quasi direkt eine zweite Etage noch draufsetzen für Kupfer und dann noch eine Etage für Beton. So, was haben wir jetzt gesagt, wollen wir bauen? Einmal den Konstruktor, ne? Der sollte direkt da vorne dran. Boden ist zu steil, so geht's aber.
Baue ich jetzt auch einfach, um Fließbandkosten zu sparen. Ziemlich nah dran, das gute Stück. Das tat immer noch weh, wie gemein. Ach, jetzt fehlen schon wieder Stromleitungen. Das kann doch alles nicht sein. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Eisenbarren. Und hier hätte ich gerne wieder Eisenplatten. Und jetzt hüpfen wir rum, Butter. Jetzt dürften wieder eine Menge Kabel fertig sein. Das ist halt jetzt die Problematik. Dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte nichts per Hand craften, was ich nicht per Hand craften muss, habe ich jetzt natürlich die Situation hier, dass ich einige Dinge mit ein bisschen mehr Geduld angehen muss. Wie gesagt, finde ich aber persönlich nicht schlimm. Ist für mich persönlich alles in Ordnung. So, das haben wir. Jetzt sollten wir auch genug Kabel haben, um den Kram zu verdrahten. Und dann sollten auch unsere Eisensachen wieder in die Produktion gehen. Und dann können wir uns langsam mit dem nächsten Meilenstein auseinandersetzen. Und das ist dann auch der, den wir final brauchen. Ups, das war der falsche. Um unsere Fabrik auch so bauen zu können, wie wir das gerne wollen. Und zwar kriegen wir ja dadurch die Splitter und die Fusionatoren. Und dadurch kann man dann hier auch mehrere von den Dingern in Reihe schalten und so weiter. Das ist dann schon ein bisschen angenehmer. So, also das kann laufen. Platten haben wir eigentlich genug, sehe ich gerade. Ah, ich baue mal noch mal ein paar Fundamente. Apropos, wenn man ins Baumenü geht und die mittlere Maustaste drückt, also quasi das Mausrad, dann ist das wie so eine Pipette, was die Fundamente angeht. Das heißt, man kann dann einfach hingehen und kann das, was man dann anklickt, wird dann einfach kopiert und man kann es dann beliebig oft dann noch mal aufbauen. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Muss man nicht immer im Menü rumeiern. Guck mal, Beton schon wieder leer. Aber gut, so langsam kriegen wir hier ein bisschen Baufläche zusammen. Und wie ihr seht, es ist alles schön gerade. Man kann nachher alles schön aneinander ketten. Das gefällt mir richtig gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einmal hier vorne ran. Wobei, stopp, wir stellen den hier mal eben auf Eisenstangen um, weil da brauchen wir auch noch ein paar von. Die können rein. Platten habe ich schon. Und dann laden wir einmal komplett aus und laufen nochmal zurück und holen den Kram aus der alten Base. So, jetzt sammeln wir hier erstmal die ganzen Kisten ein. Zack. Ist hier auch allerhand Material wieder angesammelt. Beton habe ich ja gesagt, lasse ich jetzt hier erstmal weiterlaufen. Das ist jetzt ja auch keine Riesenproduktion. Die Kiste steht dran. Das heißt, wir sammeln hier auch ordentlich was. Das passt. Und ja, stromtechnisch ist das jetzt auch alles nicht so wild. Lassen wir jetzt einfach alles so stehen. So, dann laufen wir jetzt hier wieder zurück. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an und gucken, dass wir, was wir noch brauchen, um den Meilenstein zusammenzubekommen. So, guck mal an. Wir haben schon 112, also fast die Hälfte. Das passt schon ganz gut. Dann werden wir jetzt nochmal hochgehen. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Das ist jetzt natürlich auch Murks hier. Den muss ich gleich nochmal umbauen. Hier habe ich jetzt soweit alles drin. Das sind auch alles Sachen. Nee, das kann ins Hub. Und das hier kann ich gleich noch vernichten. Den Rest behalte ich jetzt hier. Gehen wir nochmal einmal kurz ins Hub rein. Und klicken hier einmal die Sachen an, dass diese Ausrufezeichen verschwinden. Und dann schauen wir mal. Und zwar möchte ich die Biomasse loswerden, das noch loswerden. Das Ding behalte ich jetzt erstmal. Und Eisenerz brauchen wir aktuell nicht. Das schmeiße ich jetzt mal alles weg, genau wie die Kupferbarren. Und nochmal Eisenerz und nochmal Eisenerz. Sehr schön. So, wir haben nur noch 10 Platten, sehe ich gerade. Das hier kann auch noch in den Müll. Aber 10 Platten ist natürlich nicht viel. Wie viel Stangen? Ach so, stopp mal, die liegen ja hier drin. Ich depp. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir haben. Also, wir haben die Hälfte Kupfer. Wir haben genug Platten. Uns fehlen noch ein paar Stangen. Gehen wir jetzt erstmal ins Hub rein, ballern die Platten rein und alles, was wir so haben. Und dann gehen wir jetzt noch einmal kurz eine Runde und gucken, ob wir den Rest zusammen haben. Ja, das reicht noch nicht. Müssen wir noch mal einen kurzen Moment warten. Und ich glaube, die 150 Kupfer werden wir auch noch nicht zusammen haben. Reicht noch nicht. Ist noch nicht freigeschaltet. Gut, was wir dann machen können,
ist jetzt noch einmal die Ausrüstungswerkstatt bauen. Die werden wir sicherlich auch nachher noch irgendwann brauchen. Stell die jetzt einfach erstmal hier hin. Wie gesagt, der Aufbau, so wie das hier aktuell aussieht, das wird nicht so bleiben. Das machen wir alles nochmal neu, sobald wir genug Fundamente auch zusammen haben. Wollte jetzt nur einmal kurz durchgucken, was wir hier jetzt alles so haben und noch einmal kurz gucken, wie es mit Strom aussieht. 40 können wir, 35 haben wir schon. Also wir können jetzt auch nicht viel mehr bauen, sonst brauchen wir auch wieder mehr Generatoren. Hier in der Ausrüstungswerkstatt kann man übrigens dann diesen Xenosepper bauen, den ich in der Hand habe, und mobile Miner, die du nachher brauchst, um diese Mining-Dinger aufzustellen. Also auch die ist sehr, sehr nützlich, würde ich am Anfang immer mit aufstellen. Okay, gut, das wird jetzt noch einen Moment dauern. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Da werden wir auf jeden Fall den Meilenstein Logistik freischalten und damit dann auch anfangen, unseren ersten Aufbau für die Eisenproduktion und so weiter aufzustellen. Und ja, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!